Autofans, Volvo-Fans, Volvo-Kaufinteressenten, whatever. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht's um den Volvo XC60 B5. Das B steht hier für Nicht-Benziner, denn wir haben unter der Haube einen 2 Liter Dieselmotor mit 235 PS. Und was dieses schöne SUV-Schiff alles kann, das erfahrt ihr heute. So sieht der Schlüssel des XC60 aus. Er erinnert ein bisschen an die von Mazda, wo ebenfalls die Knöpfe an der Seite sind zum Entriegeln und Verriegeln des Fahrzeuges. Und ja, er ist auf jeden Fall echt riesig, aber er passt trotzdem gut in die Tasche. Wenn man sich das Auto genau anguckt, dann sehen wir eigentlich nur einen etwas kleineren XC90 von der Designsprache her. Er ist ja eigentlich auch sozusagen der kleinere Bruder. Wir haben einen schönen, aufrechterhaltenden und sehr kantigen Kühlergrill im Wasserfalldesign und die LED-Scheinwerfer. Je nachdem, wie hoch euer Level ist, hat man hier, wie man gut sehen kann, eine echt coole Torform, also Torshammerform. Gefällt mir sehr gut. Generell die Front wirkt sehr kantig und sportlich. Sieht auf jeden Fall echt sehr nice aus. Wie man sieht, ist der XC60 ein relativ großes und langes Auto, denn er ist 4,70 Meter lang und damit ca. 25 cm kleiner als sein größerer Bruder, der XC90. Das Auto steht normalerweise serienmäßig auf 18 Zoll Felgen. Je nachdem, welche Ausstattungsvariante man zu dem Auto wählt, werden die Felgen größer. In unserem Fall haben wir eine Inscription-Ausstattung, das ist schon eine sehr hochwertige Ausstattung, und er steht auf 19 Zoll Felgen. Gegenaufpreis sind auch 2021 und, werde ich mich nicht täuschen, sogar 22 Zoll Felgen möglich. Vor allem dann, wenn man das R-Design als Ausstattungsvariante wählt, sind größere Felgen natürlich nochmal wesentlich attraktiver. Das Heck ist ganz einfach gesagt typisch Volvo. Auch ohne Markenemblem würde man sofort erkennen, dass vor dir ein Volvo fährt. Und das liegt vor allem an den Rückleuchten, die hier, wie man ganz gut erkennen kann, eine klare L-Form haben. Designtechnisch finde ich persönlich sehr gut. Ist natürlich Geschmackssache. Aber ich finde es vor allem deswegen sehr gut, weil es sich stark unterscheidet von anderen Automobilherstellern. Wenn wir uns unten die Auspuffendrohre, erstens zugesagt, dass die echt sind, also beide Seiten zwei Auspuffendrohre mit Chrom umrandet, und die sind echt und das ist auf jeden Fall gut. Das Interieur im Volvo XC60 orientiert sich natürlich stark an den Plattformbrüdern. Wir haben in der Mitte ein Virtual Cockpit, welches 12 Zoll groß ist, und natürlich in der Mitte das bekannte senkrechte Volvo Display. Die Bedienung des Volvo, des Displays ist ja für den Anfang noch recht kompliziert, weil es einfach anders ist und es eine verschachtelte Form hat und es ein bisschen den iPad ähnelt, auch wegen der Struktur, aber mit der Zeit gewöhnt man sich da auf jeden Fall definitiv daran. Die Verarbeitung ist im XC60 mit der Inscription-Variante und dem Lederpaket wirklich sehr gut, da viel mit Leder ummantelt ist. Am Lenkrad haben wir hier in der Mitte etwas Klavierlack, aber nicht sehr viel. Auch das Display ist ummantelt mit dem Klavierlack. Alles in allem sieht es aber trotzdem sehr hochwertig aus, vor allem wenn wir uns hier die Mittelkonsole anschauen, was den Ganghebel angeht. Der sieht wirklich sehr schön aus und sehr, sehr hochwertig. Generell das ganze Fahrzeug wirklich sehr hochwertig verarbeitet, was die Musikanlage angeht. In dem Fall auch gegen Aufpreis Harman Kardon, und die hört sich auch sehr gut an. Ein SUV wäre natürlich kein SUV, wenn nicht ausreichend Platz vorhanden wäre. Und ich muss sagen, das Platzangebot ist wirklich sehr, sehr stark. Der Fahrersitz ist auf 2 Meter eingestellt und trotzdem habe ich mit 2 Metern hinten ebenfalls nochmal echt gut Platz. Also langere Fahrten sind problemlos möglich und man fühlt sich auf jeden Fall pudelwohl. Auch das Kofferraumangebot im XC60 ist natürlich sehr gut. Der Kofferraum lässt sich elektronisch öffnen und über die Knöpfe auch wieder elektronisch schließen. Ihr habt ebenfalls die Funktion, das ganze Fahrzeug über diesen Knopf zu schließen. Das Kofferraumvolumen ist 500 Liter groß im einfachen Sinne, wenn ihr allerdings die Rückbank runterzieht, was zwar nicht hier über einen Knopf funktioniert, sondern am Sitz gemacht werden muss, dann habt ihr bis zu über 1400 Liter Platz und das ist auf jeden Fall mehr als. So Leute, ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde und schauen uns mal den XC60 an, wie er auf der Straße so liegt. Der Volvo ist natürlich eher auf Komfort ausgelegt, aber er kann auch anders. Ich will trotzdem mal sagen, dass wir erstmal
die leichtere Form nehmen und ganz langsam und geschmeidig dahin fahren. Dann kann man einmal in den Drive-Mode gehen. Und bei dem Drive hat man dann verschiedene Optionen, sage ich mal. Auch Offroad würde gehen, aber wegen zu hoher Geschwindigkeit gerade nicht möglich. Wir fahren ganz normal im Eco-Modus, würde ich mal sagen. Und da merkt man auch schon, wie das Auto viel, viel ruhiger wird. An sich ist die Lenkung sehr, sehr leicht. Das ist vielleicht für die sportlicheren Fahrer eher nicht so toll. Aber die Lenkung ist sehr leicht. Das Auto bewegt sich sehr gut in den Kurven. Und ja, das Einzige, was vielleicht nicht so toll ist, ist einmal das Fahrwerk. Also das Fahrwerk ist halt sehr straff, beziehungsweise man kann es auch sportlich nennen. Das wird den einen oder anderen dann auch gefallen. Aber ich finde, vor allem wenn man im Komfortmodus oder im Eco-Modus fährt, da kann das Fahrwerk ruhig etwas leichter sein. Ist hier aber kaum anders als im Sportmodus. Genauso hart. Das wäre vielleicht mal eine Verbesserung. So Leute, wir sitzen wie gesagt in einem 2 Liter Diesel mit 235 PS und das ist auch in der Motorisierungswahl der allerstärkste Diesel, den es zur Verfügung gibt. Generell gibt es auch Benziner und zwei Plug-in-Hybride. Wenn ihr Benziner wollt, dann habt ihr sogar bis zu über 300 PS möglich. Und die zwei Plug-in-Hybride haben ebenfalls eine Systemleistung dann genannt von auch über 300 PS. So Leute, was den Verbrauch angeht, da ist der XC60 ein Diesel und eigentlich relativ sparsam. Er ist angegeben kombiniert mit 5,4 Liter. Das ist allerdings schwer einzuhalten. Wenn ihr sparsam fährt, sind auf jeden Fall 6,5 Liter drin, vielleicht sogar 6, wenn ihr wirklich hypermild. Aber ansonsten, ich bin gerade bei 7,8 Litern und das ist auch wirklich sportlich gefahren. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, irgendwie sparsam zu fahren, sondern komplett normal, etwas zügiger, 7,8 Liter für diesen SUV. Generell für SUVs sind 7,8 Liter als Diesel eigentlich schon ganz in Ordnung. So Leute, ich gebe einmal bei 130 auf Gas und schaue, wie er sich so schlägt. Das Drehmoment ist sofort da, 160. So Leute, bevor wir zum Ende kommen, würde ich sagen, sprechen wir einmal kurz über den Preis, denn der hat es zwar in sich, aber im Vergleich zur Konkurrenz ist der auch nicht wirklich viel höher. Wir haben einen Startpreis beim XC60 von 45.000 Euro circa. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz, wie gesagt, nicht wirklich sehr hoch. Wenn wir uns zum Beispiel einen Q5 angucken, dann ist der auch bei demselben Preis. Ein X3 wäre auch ungefähr bei demselben Preis, also das liegt voll in Ordnung. Aber du hast den XC60 dann natürlich auch nur als mit dem kleinsten Motor, Schaltgetriebe und Benziner. Wenn man dann das Auto so haben will, wie er hier steht, also in der Inscription Ausstattungsvariante mit 235 PS, also der stärkste Diesel, dann werden satte 68.000 Euro fällig. Das ist auf jeden Fall sehr viel Geld, du hast aber auch sehr viel Auto. Das ist bei Audi und bei BMW nicht anders. Da bist du ebenfalls bei knapp 70.000, wenn du den gut ausgestatteten haben willst, mit einer guten Motorisierung. Deswegen würde ich sagen, geht das voll in Ordnung. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so vom Preis haltet. Schreibt es mir einfach mal runter in die Kommentare. So Leute, das war's von mir und dem Review des Volvo XC60. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Fahrzeug und im Vergleich zum XC40 hat er mir echt noch mal viel mehr gefallen, auch was das Interieur angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Gebt gerne einen Kommentar, wie ihr das Fahrzeug findet und wie ihr generell die Marke Volvo findet. Und ich verlinke euch natürlich unten nochmal mein Instagram, da könnt ihr auch immer gerne vorbeischauen und dort findet ihr auch immer wieder alles Mögliche über andere Autos und Neuigkeiten. Ich verlinke euch ebenfalls nochmal das Auto aus Spiegel, das mir das Fahrzeug netterweise zur Verfügung gestellt habt. Auch bei denen könnt ihr nochmal gerne vorbeischauen. Ich bedanke mich bei euch Leute, ich bin raus, ciao.